Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Mario 3D World. Wir machen weiter mit Welt 6 und begeben uns jetzt in Welt 6 3, ne? Das ist 6-2 gewesen, dann kommt hier 6-3. Das müssen wir erstmal freischalten. Mit ein paar Sternen, die wir natürlich haben. Und das heißt, das Haus der 1000 Touchscreen-Türen. Das heißt, unser Gamepad wird hier wieder Verwendung finden. Ich hoffe, es ist nicht leer, aber ich habe es sicherheitshalber natürlich auch an den Strom angeschlossen. Und ja, ich kann mit dem Gamepad die Türen hier öffnen, was eigentlich eine ganz coole Idee ist. Und ich mich auch noch gut an dieses Level erinnern kann. Hier gibt es auf jeden Fall viel zu entdecken und auch viel zu verpassen. Das heißt, Augen auf. So, als erstes kommt hier vor die Bumerangblume. Damit können wir Bumerangs werfen, was auch essentiell für manche Sterne und so sein wird. Allerdings, wie gesagt, werde ich das jetzt nicht verwenden und gucken, welche Sterne ich ohne die Bumerangblume bekomme. Ist, glaube ich, auch ein komplett neues Item hier in dem Spiel. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also ich glaube, in Super Mario 3D Land gab es das schon, also den Vorgänger hiervon. Aber ich glaube, da kam es dann das erste Mal vor. Und ist ein sehr, sehr cooles Item auf jeden Fall. Hat sich ja dann auch in Mario Kart 8 etabliert. Zu Recht, wie ich finde. Obwohl ich mit dieser Bumerangblume bei Mario Kart 8 überhaupt nicht ziehen kann. Also das kriege ich überhaupt gar nicht hin. Was passiert denn hier? Wieso sind hier jetzt so viele Goombas und Galumbas? So, jetzt bin ich getarnt. Ha, kannst mir gar nichts mehr. So, hier war jetzt auch nichts. Ich wundere mich. Irgendwie müsste doch langsam mal ein Stern auftauchen, oder? Naja, gut. Wir werden das alles feststellen. So, hier kann ich erstmal den Gong betätigen. Da kriegen wir ein paar Münzen. Was ganz nice ist. Auch das geht nur mit dem Touchscreen. Hm, was haben wir hier drin? Doch, hier muss auch irgendwas sein. Ah, ein Stern. Ist das der erste? Das ist der erste. Sehr schön. Aber das schon mal entdeckt. Hier haben wir ein bisschen Time. Und warum ist hier nichts? Doch, ein... ich muss ihn nur treffen. Okay, jetzt. Ja. Sehr schön. Ein Geldfrosch. Gut, hier ist dann die Box zum Weiterkommen. Dann machen wir das auch, weil ich sehe jetzt nichts weiter. Und dann sind wir auch schon auf dem Dach. Und da ist der nächste Stern. Jetzt die Frage, wie kriegen wir den? Ich glaube, ich weiß wie. Auf jeden Fall nicht einfach hinspringen. Das würde unseren Tod bedeuten. Ich glaube, hier gibt es so... Genau. Die kann ich natürlich nicht nehmen, weil ich gerade meinen Goomba-Kopf aufhabe. Ich muss die mal kurz loswerden. So, jetzt haben wir hier diese Propellerhüte. Die haben wir auch schon in einem Level gesehen. Das war in der Schneewelt. Jetzt finden die tatsächlich nochmal ein bisschen mehr Verwendung. Was ich sehr cool finde. Ich mag die Propellerhüte. Sind eigentlich ähnlich wie das Item aus New Super Mario Bros. Der Propellerhelm. Nur ist es hier eben so ein Steinblock. Und eigentlich nur so ein Hilfs-Item und kein richtiges. Darum werde ich es auch hier in dem Let's Play verwenden. Weil sonst wäre das... Wären manche Items hier auch einfach nicht... Oder manche Sterne nicht zu bekommen. So, jetzt gucken wir mal nach oben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass auf dem Dach noch was ist. Da kommen wir nämlich hin. Ach, die Fahne. Hä? Okay, cool. Man kann auch ohne den Block zur Fahnenstange kommen. Aber das war eigentlich nicht das, was ich suche, sondern ich suche noch einen Stern und auch den Stempel tatsächlich. Was ist denn... Ah, nee, da würde ich nicht reingehen. Ja, wo ist der denn? Also er muss ja irgendwo noch hier sein. Anders kann es nicht sein. Wir müssen nur mal die Augen aufmachen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man da rein sollte. Wahrscheinlich nicht. Oder doch. Check's jetzt aus. Ich muss das ausprobieren. Oh, Mann. War doch klar, dass da der Tod lauert. Gut, dann weiß ich das jetzt aber auch. Dann holen wir uns mal so eine Box. Die Schlüssel brauchen wir jetzt eigentlich nicht, weil wir da auch so hochkommen. Aber hau ab, Goomba. Und wo ist jetzt der... Achso, den Stern müssen wir auch nochmal nachholen. Hier. So.
Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Ah, diesen Typen, guck mal. Der ist doch nicht umsonst da. Oder? Warum ist der da so eingesperrt? Vielleicht gibt es auch noch einen Raum. Ich sag mal, vielleicht gibt es noch einen Raum. Das könnte auch möglich sein. So, da haben wir noch eine Münze. Wo war jetzt die letzte? Da hinten, ne? Gehen wir doch mal in die Box. Vielleicht führt uns die gar nicht direkt zum Dach, sondern noch woanders hin. Oh, vorsichtig. Tatsächlich. Tatsächlich. Dann ist hier vielleicht der letzte Stern. Oder auch ganz viele Goombas, die Bock haben, mich zu killen. Oh, Leute, ist das euer Ernst, ey? Haut ja ab. Oh, jetzt hat er mir meinen Hut geklaut. Da passiert nichts. So. So. Oh, ich hoffe, ich brauche den Hut nicht, um da irgendwie hochzukommen. Weil da vielleicht irgendwo der Stern ist. Aber ich sehe nichts. Gucken wir mich nochmal hier um. Aber da geht's schon hoch. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, da ist dicht. Obwohl da ist auch... Ist da dicht? Ich bin mir nicht sicher. Hier sieht man auf jeden Fall die Wand nicht. Vielleicht kommt der Stern ja auch noch. Eins. Und wir brauchen auch immer noch den Stempel. Jetzt hat er mich erwischt. Auch nix. Oh. Vielleicht ist hier der Stern. Ja. Gut, drei Sterne haben wir. Fehlt nur der Stempel. Der ist euch, traue mich jetzt gar nicht. So, doch. Ja, haben wir. Gut, wo der Stempel ist, sehen wir gleich, Leute. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Level. Ich habe ihn! Oh, ich habe das nicht gesehen, dass da ein Ausgang ist. Meine Güte, das war echt verzwackt. Oh, habe ich ewig gesucht gerade nach. Oh, na Gott sei Dank. Ich hab's. Oh, das war echt tricky. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, hätte man drauf kommen können, weil die da hinten nicht zerbrochen sind. Na gut, was soll man machen? Okay, wir sehen uns im nächsten Level wieder. So, weiter geht's. Wir gucken erstmal, was in dieser Röhre ist. Was haben wir hier? Ah, einen Stempel. Den nehmen wir doch gerne mal mit. Können wir immer gebrauchen. Zack. Eine neue Fee. Wundervoll. Und dann gehen wir schnurstracks ins nächste Level. Das da heißt, ich bin schon gespannt. Müssen wir mal erstmal hin. da hinten ist es. Es scheinen wieder so Schling-Piranha-Pflanzen zu sein. Eine Floßfahrt im Dschungel. Ach, das Level. Das war gar nicht so einfach, glaube ich. Aber wir kriegen das schon hin. Vor allen Dingen gibt es hier die Katzenglocke. Und wir müssen das Ganze jetzt ohne Katzenglocke machen. Was nicht einfach ist. Ich weiß gar nicht, ob wir da an alles drankommen. Weil da kommen wir zum Beispiel nicht hoch. Oder zumindest habe ich es gerade... Doch, kommen wir hoch. Dann müssen wir das machen, aber auf der erhöhten Plattform. Ja, das habe ich jetzt natürlich schon versaut. Das heißt, das erste Ding können wir vergessen.
Na gut. Aber ich wette... Oh, komm schon. Oh, komm schon. Geh doch hoch, geh doch hoch. Er geht nicht hoch, ne? Jetzt. Ihr seid doch so eine Arschpflanzen, ey. Okay, rüberschwingen. Hier haben wir den Stempel immerhin. Jetzt müssen wir auf die Dings warten. Hier soll man eigentlich mit der Katze runterspringen. Aber wir haben es so gekriegt. Oh, was ist das? Eine Röhre. Ha! Wie unfair. Wie unfair. Das konnte ich doch nicht wissen, dass die da wieder zurückführt. Na gut. So. Okay, jetzt sollten wir das nochmal probieren. Achso, hier kommen wir so hoch. Aber da hinten müssen wir auch den machen. Und dann kommen wir hier auch hoch. Boah, ihr seid doch. Und dann können wir uns hier lang schwingen. Tatsächlich ist hier kein Stern. Okay. Das heißt, es dient nur dazu, um hier lang zu gehen. Oh Gott. Um sich dann den Stempel zu ergattern. Was wir jetzt natürlich tun werden. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Bis das Floß ankommt. Was ist hier? Jetzt müssen wir natürlich den richtigen Zeitpunkt abpassen. Jetzt müsste es passen. Sehr schön. Gut. Ersten Stern haben wir. Und den Stempel auch. Das ist doch schon mal eine gute Grundlage. Schauen wir mal, was jetzt auf uns wartet. Erstmal warten wir auf ein Floß. Da kommt es. So, jetzt ist die Frage, kommen wir da hoch? Eventuell, nee, von da nicht. Weil da ist auf jeden Fall ein Stern. Ja, den... Also, ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier hochkommen sollte als normaler Mario. Eventuell hier. Wir gucken uns mal. Ja, oh Gott, diese... Auf so einem kleinen Feld das zu machen, ist echt schwer. Aber es geht. Ich bin oben. Sehr, sehr geil. Okay, gut. Wer braucht schon einen Katzensuit? Wir machen das alles ohne. Ich würde nur gerne die Kamera drehen können. So, da haben wir's. So, jetzt hoffen wir, dass die Dings nicht zu tricky sind. Nee, kriegen wir hin. Zack. Supi. Dann können wir hier weitergehen. Schön. Es läuft. Es wäre so geil, wenn wir hier alle kriegen ohne Katzensuit. Das wäre schon richtig nice. Oh, wo bleibt denn jetzt das Floß? Da kommt es. So, jetzt geht es gleich ordentlich bergab. Mit ein paar Münzen. Und dann müsste irgendwo der letzte Stern sein, hoffe ich. Hoffe ich mal. Zack. Oh, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Aber ich versuche Folgendes. Ja, er ist da oben. Er ist da oben. Den kann man nicht ohne Katzensuit holen. Ihr blöden Penner. Ja. Und hier kommt man auch nicht ohne Katzensuit hoch. Okay. Holt nach den Rest. Schade. Wie gesagt, dass es nicht ohne geht. Aber so ist das. Na dann. So, da haben wir einen. Jetzt ab zur Fahnenstange. Zack. Wundervoll. So, dann machen wir noch ein Level in dem Part, würde ich sagen. Und dann ist Schluss. Schauen wir mal, was wir da noch so haben. Jetzt müssen wir erstmal gegen den Typen hier ran. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Bullies, genau. Richtig. Gegen den Bulli-Prinz. Oh, die machen wir platt, würde ich sagen. Müssen wir nur erstmal die Katzenglocke loswerden. Das machen wir so. Na, kriegen wir das mal hin?
So, jetzt haben wir's. So, ich glaube, wir müssen das so planen, dass, Achso. Hä? Wie muss ich das denn machen? Ah, okay. Sehr schön. Da sieht man da hinten. Und jetzt haben wir einmal. Super. Ah, das ist ganz witzig. Komm her, komm her, komm her, komm her. Zack. Zweimal. Und einmal müssen wir noch. Ja, ist kein Problem. Komm, 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 komm. Ah, komm. Jetzt rase ich hier mal hinten durch. Hallo, da bin ich. Zack. Und damit ist er erledigt, der gute Bulli-Prinz. Sehr schön. Ja, coole Idee für den Bosskampf, auch wenn es relativ einfach war, muss man dazu sagen. Hat ein bisschen was von dem Mauskampf aus Super Mario Land 2. So ein bisschen, weil die auch immer aus den Röhren rauskommt. Aber da, ja. So, ein Level noch, habe ich gesagt. Gucken wir mal, welches wir hier nehmen. Wir haben hier 6-6 und 6-5. Dann nehmen wir 6-5. Ein Winterlevel. Die mag ich doch immer ganz gerne. Winterstürme heißt es. Und ja, schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Winterstürme, ja, das trifft es ganz gut. Auch Gegner, die hier, glaube ich, das erste Mal drin vorkommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, da oben ist was. Wir kriegen natürlich nur eine Feuerblume. So ein Quatsch. Na gut, das bringt uns jetzt gar nichts. Wenn da was ist, dann ist es ganz schön mies. Weil ich finde immer, es sollten alle Sterne und Stempel im Levelverlauf zu bekommen sein, ohne dass man ein extra Item aus dem anderen Level mitschleppen muss. Aber na gut. Vielleicht ist es auch nur meine Meinung und nicht die von Nintendo. Auf jeden Fall ist hier schon mal der Stempel. Sehr schön. Und dann fahre ich... Na, das war natürlich ganz klug. Sehr kluger Schachzug. Okay, hier sind ordentlich Stürme am Wehen. Und da haben wir einen Stern. Ich hoffe, es ist der erste. Oh, das hat nicht geklappt. Ich mag diese Musik, die ist der Hammer. Ist auch so ein bisschen weihnachtlich. Da kommt gute Stimmung auf. Hallo, warum kriege ich den jetzt nicht? Weil ich klein bin oder was? Ach. Oder wir machen es so. So, warten wir nochmal. So, jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt warte ich nochmal. Oh. Das ist echt nervig. So, jetzt haben wir ihn. Okay. So, hier haben wir nochmal Münzen. Das müssen wir hier noch einmal abwarten, bis die einmal pusten. Und dann können wir hier runterrutschen. Jetzt. Schneller, Mario! Oh, ich dachte, das passt nicht mehr. So. Da ist eine Fee. Die zeigt uns vielleicht, wo ein Stern ist. Ja, da links und da rechts. Okay, dann sind da schon beide. Super. Dann haben wir alles. Dann brauchen wir erstmal so einen Goomba mit einem Schlittschuh, damit wir da hinten rüberfahren können. Also zwingend wird es nicht benötigt, aber es ist einfacher. Oh Gott. So. Und wir haben nur 10 Sekunden. Ah, los, fahr doch. Mario. Oh, schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Oh, gerade so. Auf den letzten Meter, ey. Weil ich so rumgeeiert bin am Anfang. Aber noch gemeistert. So, und da hinten. Ah, okay. Ich weiß schon, wie sie das vorhaben. Wenn der Sturm kommt. Jetzt. Oh Gott, das war aber knapp, ey. Gut. Haben wir. Jetzt nur noch ins Ziel. Okay, hier durch. Und hier durch. Sehr schön. Gut, ich glaube, dann haben wir es. Hoffe ich.
Ja, da ist das Ziel. Wir gehen natürlich auch nochmal an den Wolken vorbei, aber auch das sollte kein Problem sein. Zack. Geschafft. Okay, cooles Level. Gut, dann würde ich sagen, was ist das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.